Hallo, ich bin Sanneke Rothenberger und ich erzähle euch jetzt was über mich. Ich liebe es zu lesen. Für mich ist Lesen ein ganz großes Hobby und vielleicht schon ein bisschen mehr, weil für mich ist Lesen ein Weg, auch Sachen auszublenden, um abzuschalten. Und ich habe vor 2 Jahren ein Kindle bekommen und ich glaube, es sind jetzt über 300 Bücher da drauf. Für mich, ja, ich kann heulen, ich kann lachen, ich kann frustriert sein mit einem Buch. Es ist wie für andere vielleicht ein Film gucken oder so. Für mich sind das die Bücher. Sanneke, Sanne ist niederländisch und dann, weil es Sanne ist wie Laura in Deutschland, wollten meine Eltern so ein bisschen was ändern und deswegen kam noch ein KE dahinter. Sanneke Olympia Josephine Brigitte Antoinette. Brigitte und Antoinette, das sind meine Omas. Olympia, 1992 war ja ein Olympiajahr. Dann Josephine kam wegen Josef Neckermann, weil der in dem Jahr gestorben ist und er ein sehr wichtiger Trainer war für meine Eltern. Ja, das war's dann auch schon. Also so viele Namen sind dann auch nicht. Ich mag Ordnung und Struktur. Nach der Schule wusste ich nicht so ganz genau, was ich machen möchte. Habe dann einfach angefangen, Business General Management an der EBS, an der European Business School in Österreich-Winkel zu studieren. Mit ein paar anderen Studenten haben wir dann einen Immobilienkongress organisiert. Und so kam ich dann eigentlich wirklich zu Immobilien, weil ich wusste ja, mein Vater macht es, mein Onkel macht es. Aber so richtig, wo man gesagt hat, oh, das könnte interessant sein, war dann. Immobilien können so unterschiedlich sein. Das kann was Schönes sein, es kann was Effizientes sein. Es kann auch was sein, wo man sagt, ja, was hatte die Person für einen Gedanke, als sie diese Immobilie gebaut hat. Die Immobilie, das macht mein Vater. Das war ein Gelände von der Essigfabrik und die Stadt wollte, dass wegen dem Geruch, dass das weggeht. Und ein Teil, also diese Villa mit Denkmalschutz, wird das jetzt umgebaut, genau. Und das ist jetzt bald in der Endphase, sagen wir es mal so. Es ist schon ein bisschen Kunst, oder? Also ich finde, das ist diese Entwicklung, diese Fahrt, wenn man, das ist auch beim Reiten, wenn man sieht, wie ein Pferd von jung oder von ein bisschen jünger bis auf älter mit einem gereift ist, das ist das Gleiche mit einer Immobilie, wenn man sieht, wie eine Immobilie aussah, als man sie gekauft hat und dann sie entwickelt und man hat Gedanken und dann muss man trotzdem was ändern. Es wird nie so sein, wie man das am Anfang vielleicht sich überlegt hat. Und dann gibt es so viele Zeiten, wo man darüber diskutiert und sagt, ach, das machen wir lieber so oder nee, das geht doch nicht. Und dann, wie es dann am Ende aussieht, das ist richtig schön. Jetzt habt ihr was über mich erfahren und das nächste Mal erzähle ich euch was über meine 2 Top-Pferde.